Moin, Yannick. Moin. Erste Trainingseinheit für heute hast du hinter dir. Wie lief sie? Gut. Kalt, ja, mit Schneeregen und Wind und allem drum und dran, aber nee, lief gut. Wir haben jetzt nicht allzu viel gemacht, weil wir die letzten zwei Tage schon intensiv gearbeitet haben, deswegen in Richtung Sonntag jetzt ein bisschen rausgenommen, aber doch, lief gut. Kommen wir direkt zu den Fragen der Fans. Miss Timapel möchte gerne wissen, was rätst du jungen Spielern, die auch gerne Fußballprofi werden möchten? Zuallererst glaube ich, dass man absolut mit Spaß dabei sein sollte und auch nie den Spaß daran verlieren sollte, weil ich glaube, dass der Grund ist, warum man irgendwann mal mit dem Fußball angefangen hat, weil es einem Spaß gemacht hat, zu Hause im Garten oder sonst wo, und das dann ja ein bisschen professioneller machen wollte und dann einfach auf Trainer hören, weil die ja meistens doch ein bisschen mehr Ahnung als man selbst als junger Spieler und an Schwächen arbeiten, dass man einfach sehr vielseitig wird und nicht nur einen guten Fuß hat, sondern beispielsweise auch den schwachen Fuß ein bisschen trainiert, weil das heutzutage sehr wichtig sein kann im Fußball. Und ja, dann alle grundlegenden Sachen, Beifüßigkeit, Passspiel, Spielverständnis lernt man mit der Zeit, das kommt immer mehr dann. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das Wichtigste ist Spaß, weil wenn du keinen Spaß am Fußball hast, kannst du im Endeffekt auch keine Leistung bringen. Niklas möchte gerne wissen, bist du schon immer Verteidiger gewesen? Tatsächlich nicht, sondern eigentlich erst seitdem ich hier beim SV Meppen spiele. Ich war ja früher erstmal im DJK Geste und dann bei Twente Enschede die ganze Jugendabteilung und ein Jahr zweite Mannschaft, und da war ich eigentlich immer eher im offensiven Bereich, das heißt offensives Mittelfeld oder auf den offensiven Außenpositionen. Und ja, dann war ich vertragslos und hier in Meppen bei Christian Neithardt ist ein rechter Verteidiger damals weggewechselt und ich habe mich hier fit gehalten und er hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, auch mal einen Schritt nach hinten zu machen. Und dann haben wir es in ein, zwei Testspielen probiert. Das funktionierte ganz gut. Ich habe den Vertrag unterschrieben und ja, seitdem bin ich da auch nicht mehr weggekommen. Du bist bereits seit 2014 beim SV. Hättest du damals gedacht, als du hergekommen bist, dass du so lange bleibst? Weil für Fußballer ist das ja doch eine recht lange Zeit bei einem Verein. Ja, ist sehr lange und bin ich auch sehr stolz drauf, weil es wie gesagt nicht so häufig vorkommt. Ja, damals, als ich hingekommen bin, war ich, wie gesagt, erstmal vertragslos und war froh, erstmal irgendwo unterzukommen. Und dann in der Heimat ist es natürlich schön, Fußball zu spielen. Und ich habe damals, glaube ich, für 2 Jahre unterschrieben. Und man plant ja dann auch nicht weiter, als der Vertrag erstmal läuft. Deswegen bin ich erstmal nicht davon ausgegangen, dass ich 8 Jahre bleibe, was aber nicht hieß, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte. Also ist so gekommen und ich finde es auch sehr schön. Du sprichst es an, das Emsland ist deine Heimat. Was magst du besonders am Emsland? Ich glaube, das, was auch viele, die von außerhalb zu uns wechseln, bevorzugen. Also alle sprechen davon, wie familiär das ist, wie eng und kompakt das hier ist, dass man eigentlich auch mit fremden Personen ganz einfach per Du sein kann, was wir immer zueinander halten. Das sind, glaube ich, so die Eigenschaften, die hier ja, sehr positiv sind und die auch mir selbst sehr gut gefallen. Das E-Sports-Team des SV Meppen möchte wissen, was war dein schönster bzw. bester Moment in deiner Karriere? Ja, der schönste war definitiv der Aufstieg damals in die dritte Liga bzw. das Relegationsrückspiel da mit dem Elfmeterschießen. Da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Und ja, der beste, weiß ich nicht, da sollen vielleicht andere überurteilen, wo ich meine besten Momente hatte. Aber ich glaube, ja, wenn man aufsteigt, eine Relegation gewinnt gegen damals Favoriten Mannheim, kann es auch nicht so schlecht von mir gewesen sein. Absolut. Dein Mannschaftskollege Markus Ballmert möchte gerne wissen, wer ist der beste und wer der schlechteste Dartspieler in der Mannschaft? Ja, wir haben das Dartspielen jetzt gerade diese Saison wieder ein bisschen aufleben lassen, was die letzten Jahre ein bisschen hängen geblieben ist. Ich glaube, wir haben viele gute Spieler. Da zählt Balle sicherlich auch zu, da zählt Conny Frommann dazu, René Guda, Thilo. Ich würde mich selbst da jetzt auch einfach mal dazu zählen, würde aber keinen Besten benennen. Und zu den Schlechtesten will ich jetzt da auch keinen in die Pfanne hauen, aber gibt auch interessante Spiele von nicht so starken Spielern und einen will ich jetzt nicht nennen, aber der hat jetzt gestern seine Technik ein bisschen umgeworfen und versucht jetzt von unten zu werfen. Ob das so sinnvoll ist, das muss die Zukunft dann mal zeigen. Das war's schon mit den Fragen. Kommen wir direkt zur Entweder-Oder-Runde. Lieber Yannick oder Janni? Oh, ich finde Janni ganz nett. Laufen oder Krafttraining? Krafttraining, auch wenn man es mir nicht ansieht. Training um 5 Uhr morgens oder 22 Uhr abends? 5 Uhr morgens. Gegentor oder Notbremse?
wenn noch genug Zeit ist, dann Gegentor und ich versuche dann, dass wir es noch wieder gerade biegen können. Ein Leben ohne Fußball oder ein Leben ohne Musik? Ohne Musik. Poloshirt oder Hoodie? Hoodie. Hip-Hop oder Schlager? Schlager. Irgendwelche besonderen Vorlieben? Boah, nee, Mallorca ist da ganz weit vorne. Alles klar. Urlaub in den Bergen oder am Strand? Strand. Am Wochenende ausgehen oder lieber auf der Couch bleiben? Ausgehen, ganz klar. Instagram oder Facebook? Instagram. Vielen Dank, das war's schon für Sehr heute. Gerne.